Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte. Ja. Fragt sich, welcher Lüfte? Willkommen, Mädels. Wir wollten raus, ne? Ja. Ab geht's. Oh, Jack. Hello, Detective. The name's Jack. We don't have much time for pleasantries, I'm afraid. The Sky Kingdom is falling apart as we speak. Quick, open the treasure chest. What's inside can put a stop to all this? It's a magical secret of the Sky Kingdom. Uh-huh. Once you get the treasure, meet me by the bridge. Don't worry about the prince, I'll take care of him. Trust me. Na klar, Jack, du schaffst das. Okay. Aufgabe aktualisiert. Oh, wir können da direkt irgendwie so eine Spitzhacke, so eine richtig schöne. Ja, die ist gut. Und ein Speer können wir auch nehmen. Sieht auch richtig haltbar aus. Und ja? Das Tuch von dem Spiegel können wir wegmachen und da liegt auch noch was. Welches Tuch von welchem Spiegel? Ich habe ein Tuch neben dem Fenster. Ich habe ein Tuch angeklickt und dann wurde der ganze Raum erleuchtet. Oh, unser erstes Parabelstück. Rumpelstilzchen. Diese Schriftrolle ist unbeschrieben, da stimmt doch was nicht. Vielleicht braucht man ja eine spezielle Tinte. Ja. Links können wir was anklicken. Aber die Hypnosepfeife ist gut für den Löwen. Ja. Und links ist so eine rot-blaue Truhe. Da können Ornamente. Wir den Mondkelch schon einsetzen. Hä? Okay. Was ist das für ein Figürchen davor? Da kann man nichts machen, ne? Da kann man nichts machen. Ich habe auch gedacht, die könnte man wohl nehmen, aber ist nicht. Aber auf dieser Truhe, die kannst du anklicken, aber da kannst du nichts machen. Doch, wir haben... Doch, einen Anhänger kannst du, den in der Mitte, den kannst du einsetzen. Wundervoll. Die Kristalle strahlen ein himmlisches blaues Licht aus. Es scheint eine besondere Kraft zu haben. Ihr geht schon mal vor, ich packe die Münzen ein, ja? Ja, mach das. Ich hoffe, du hast einen ordentlichen Sack dabei. Würde ich sagen, erstmal zurück, oder? Wir versuchen mal, den Löwen zu hypnotisieren. Warte mal, was ist das denn? Wieso schweben hier Schwerter? Als ob sie einen spirituellen Tanz aufführen. Oh mein Gott. Ach, du hör auf zu knurren wie ein Hund. Du bist ein Löwe. Den kannst du jetzt bestimmt hypnotisieren. Ja, er pennt schon. Schlaf. Oh, Gott sei Dank. Dann können wir da auch rechts in den Raum reingehen. So ist es. Oh, sehr schön. Was haben wir denn da alles? Aus Versehen so direkt rechts an der Wand irgendwas angeklickt. Da sind jetzt ganz viele Schachfiguren und da ist Tinte. Und die Schachfigur können wir da schon mal raufstellen, den König. Jo. Okay. Da bin ich wirklich aus Versehen drauf gekommen, ist ein Ding. Und überall diese Kristalle mal wieder. Geradeaus die Wand kannst du anklicken. Hier vorne diese Glaspyramide auf dem Tisch kannst du anklicken, da kannst du einen Dolch nehmen. Oh ja, da können wir dann gleich das Gestrüpp mit zerhacken. Bestimmt, weil das Schwert ja nicht gut genug ist. Ja. Und es sieht nach Rechenspielchen aus. Ich hasse Rechenspielchen. Wir brauchen noch 3 Würfel. Oh! Was denn? Klick mal den Globus an. Der dreht sich. Jo. Bleibt das jetzt so? Das dreht er sich die ganze Zeit? Ja. Das geradeaus habt ihr gesehen da? Das große Wandbild hatte ich gesehen. Da war ein Parabelstück. Oh, da kannst du, wenn du die grünen Knöpfe anklickst, dann kommen da andere Bilder. Mhm. Und auf dem letzten dann so ein Bild, wo ganz viele Sachen fehlen. Ja. Okay. Dann wollen wir doch mal zurück. Wo war denn das Gestrüpp, was wir durchschneiden mussten? Das war links, ne? Links die Tür hoch. Oh, warte mal, wenn du aus dem Raum rauskommst und das Skelett da nochmal anklickst, dann hast du da jetzt ein Parabelstück. Ja.
komisch. Ich brauche ein Werkzeug, um den Kristall zu zerstören. Da musst du auch draufhauen. Also, Spitzhacke? Na klar. Magischer blauer Kristall und einen Schlüssel kriegen wir. Welchen Kristall meinst du jetzt? Über dem Schädel. Wenn du links das Skelett nochmal anklickst. Oh Gott, den hab ich nicht mal gesehen. Da müssen wir links die Treppe hoch und dann haben wir doch zwei Sachen, wo wir... Genau, das eine. Gestrüpp erstmal, würde ich sagen, oder? Ja. 6503. 6503, okay. Müssen wir uns das merken? Och, 6503. Ach so, nee, den müssen wir. Vielleicht ist hier ja irgendwo ein Hinweis zu dem Code. Ach so. Ah, wahrscheinlich nachher mit den Würfeln. Wahrscheinlich. Ja, gut. Ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt besonders sicher, wenn ich da stehen soll, wenn die Axt da über mir schwebt. Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Aber wir können der Königin oder der Göttin oder was auch immer das ist, das Speer geben. Nö. Doch. Der kannst du das Speer geben. Ah ja. Und direkt auf die Hand klicken und auf die genau Göttin auf die Hand klicken. Und dann kannst du wimmeln. Dann wimmeln wir mal. Königsanhänger. Okay. Oh, das muss aber sehr pixelgenau wieder klicken, du. Und da konnte sich was bewegen, da. Ich hasse dieses pixelgenaue Klicken. Ja, ist vielleicht mal ein bisschen übertrieben, ne? Ja, das war im letzten Spiel nicht so, ne? Hatte ich nicht zumindest das Gefühl. Aber manchen Sachen war das schon. Ehrlich? So, was fehlt mir denn? Oh, mir fehlt gar nichts mehr, hoppla. Mir fehlt aus dem mittleren die rote Kugel. Fehlt mir auch und dieser komische... Oh, ich hab jetzt, glaube ich, auch das Bild durch, ja. Leider. Ah, ich hab Thomas... wo war die Kugel? Die Kugel ist zwischen den beiden Schwertern rechts oben. Ah. Dann habe ich auch alles. Wunderbar. So, kann man denn hier sonst noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Okay. Auch keine Kristalle, die wir zerstören müssen. Irgendwo wir haben ja keine Spitzhacke mehr. Irgendwo ein Kristall aufsetzen auch nicht, ne? Aber wir haben so ein Tintenfässchen. Wo war nochmal dieses Buch, das man nicht lesen konnte? Wieso schwebt dieses ganze Ding? Wir können, glaube ich, hier, wenn du da, wo der Löwe schläft, geradeaus durch. Ja. An die Kiste. Da können wir, glaube ich, einiges einsetzen, oder? Einmal den Königsanhänger. Oh ja. Und den Löwenanhänger oder was auch immer das ist. Mhm. Ja, fehlt uns noch einer, ne? Da fehlt uns einer. Wundervoll. Hier schweben diese Kristalle. Können wir die... Ah, da war auch das mit eventuell der Tinte. Und zwar da, wo dieses Tuch vor dem Spiegel oder so war. Ja. Jo. 8316. Okay. Das ist wohl der Code. Und dann ist da noch was. Der Umriss dieser Aussparung erinnert mich an eine bösartige Kreatur. Wahrscheinlich ein Löwen. Ja, gut. Dann zurück, oder? Wo war jetzt der Code? Ach ja, da wo das Gestrüpp war, das wir durchgerissen hatten. Okay. Seid ihr auch soweit? Da müssen wir jetzt... Ja, ich weiß gar nicht, wie kann ich denn die Rollen... Du musst das Papier, was du mitgenommen hast, musst du einfach neben den Zahlencode da auf die Tür legen. Also du musst den Papiercode natürlich, den Zahlencode dafür natürlich mitgenommen haben. Ja, jetzt weiß ich das.
und dann einfach den Schlüssel da rein. Musstest du jetzt wieder zurückrennen und im Zahlencode holen? Paul! Streckmamsel musste zurückrennen. Juhu! Ich hab gedacht, es kommt einfach drauf an, nur sich die Zahl zu merken, weißt du? Schön. Retti hat ja noch gesagt, und dahinter verbirgt sich noch was. Mhm. Ja, wo war das Schachspiel da? Da muss jetzt die schwarze Schachfigur hin. Ach, Madame hat schon das Schachspiel, na klar. Wieso hast du denn schon, hast du die Tür schon aufgeschlossen? Ah, es ist jetzt unglaublich, jetzt arbeitet sie vor, du. Ja. Ja, gut. Sorry, ey. Ach, da können wir wieder wimmeln. Wo? Bei dem Schachspiel. Na, wenn man den, ah, okay, das ja, dann. Schachspiel macht. Dann lass uns wimmeln. Ein Königinnenanhänger, dann haben wir die auch fertig. Oh, da ist ein Licht angegangen. Wenn du das Ding da anklickst, das ist ja auch schön. Die Tasche an der Tür kann man aufmachen. Ah, ja. Ja. Und wenn du die Laterne anklickst, dann geht ein Lichtlein an. Also bei diesem Wimmelbild habe ich dann jetzt wiederum das Gefühl, du musst nicht unbedingt pixelgenau klicken. Nee, ist wohl wahr. Also es ist immer sehr unterschiedlich von Wimmelbild zu Wimmelbild. Wahrscheinlich waren verschiedene Programmierer dran oder so. Ich habe das letzte Teil. Ich bin aus Versehen fertig. Fertig. Ja, dann wieder zurück. Ich würde sagen, ja, ne? Und den Anhänger einsetzen. Wo war das denn jetzt nochmal? Mein Gott, wir rushen ja hier durch, ey. Ist ja unglaublich. Was ist das? Ein Minigame. Na toll. Benutze die Zahlen links, um eine Verbindung zwischen den einzelnen Symbolen zu schaffen. Hä? Das kapiere ich nicht. Benutze die Zahlen links. Hä? Welche Zahlen hier, links? Da links oben. Ich sehe da nur eine Zahl, eine 2. Ja, und da musst du mit 2 Punkten musst du die beiden Blüten verbinden. Okay. 4. Verstehe. 3. Hä? Und jetzt? Ach so. Warte mal. Nee, irgendwie kapiere ich dieses Spiel nicht so ganz. Was muss ich jetzt womit verbinden? Du musst, wie es links angezeigt ist, die Farbe musst du dann verbinden. Die Reihe nach, genau. Also, wahrscheinlich kann ich... Ach, herrje. Nee, das will ich nicht. So. Ach, Mist. Nee, das passt irgendwie nicht. Fertig. Ich glaub's ja nicht. Ich hab mal so ein komisches Minigame fertig gekriegt. Bei allen durch? Ich bin mit allem durch, ja. Und wir kriegen... Was sind das denn? The Bone. The Bone. The Bone. Mhm.
Oh, die hatten wir aber nicht lange. Haben wir die Bohnen noch? Mhm. Kapitel 2. Ich würde sagen, das war mal ein ausgewachsener Tritt in den Hintern. Sozusagen, wir sind rausgeschmissen worden aus dem Schloss, ja. Aber wir haben die Bohnen und wir haben so einen mystischen Kristall. Und wir haben immer noch keine Chamäleon-Objekte gefunden, oder? Nee, ich denke mal, die wird es auch in diesem Spiel nicht geben. Sonst wäre uns doch das eine oder andere schon aufgefallen. Ja, und wenn man wieder ins Schloss reingehen will, dann wird uns die Tür verschlossen. Oh. Also da müssen wir jetzt auf die Brücke gehen. Da wartet Jack. Yo. Ja, Jack, wir kommen gleich. Wir müssen erst noch wimmeln. So ist es. Jack. Wisst ihr, was wir eben erst hätten machen sollen mit dem Schwert oder mit dem Messer? Wir hätten erst hier die Blume abschneiden sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hätte. Na gut. Ja, das glaube ich auch nicht, aber würde sich sehr schick machen in unserem Inventar. Ja. Sollen wir jetzt erstmal wimmeln? Erst wimmeln und dann mit Jack reden. Okay. Verzaubertes was? Mondemblem. Okay, Mondemblem. Und wieso sehen die Sachen alle so sonnig aus, obwohl wir so ein Mondemblem suchen? Ist vielleicht Vollmond. Oh, war ja. Was denn schon ich wieder? Ich hoffe, das wird nicht noch schlimmer. Oh, du kannst das Ding noch weiter aufmachen. Ja. Bösen Ding. Das Mondgesicht habe ich auch schon. Wow. Ach, wisst ihr, worauf ich mich morgen freue? Wo drauf denn? Auf nur einen halben Tag zuhören müssen. Aha. Fortbildungen sind doch was Feines. Ich finde hier nichts mehr, Mädels. Ich bin aus Versehen fertig geworden. Ich habe das letzte Teil gefunden. Mir fehlen noch zwei Teile. Was denn? Mir fehlt jetzt noch ein Teil, und zwar aus dem linken. Das sieht aus wie so eine Tiara, so eine blaue Tiara. Weißt du, guck mal, in dem Kasten. In dem blauen Kasten? In der Kiste, in der Holzkiste, die doch weiter aufgemacht worden ist. Ich hab's. Dankeschön. Hm? Oh, sieht aus wie eine Windrose oder... Nee, eine Sonnenuhr. Ja. Könnte auch eine Monduhr sein. Okay, sollen wir mit Jack reden? The prince is off on a wild goose chase. Ja. He won't be bothering us for a while. Come on, detective. It's time to grow us a magic beanstalk. Okay. Ab da durch da. Dann lassen wir mal die Bohnen tanzen, ha? Huh? Take the key. We'll need it in the Sky Kingdom. Da bei dem Boot gibt's einen Schlüssel. Bei dem Boot gibt's einen Schlüssel? Ich sehe da keinen Schlüssel. Wenn du das Boot anklickerst, dann siehst du eine Kiste mitten. In der Nähe von. Ich habe da aus Versehen eben schon draufgeklickt und da habe ich plötzlich einen Springbrunnenschlüssel bekommen. Hä? Den habe ich auch automatisch ins Inventar bekommen. Ach so, ja, dann, weil ich aus Versehen aufs Boot. Ich habe gedacht, der lag da und ich habe das vorher nicht gesehen. Aber hier gibt's einige Wege, links genau. Unten. Links unten ist so eine halbe Maske. Und rechts unten kannst du so ein Bullauge oder so ein Fenster anklicken. Und du hast die Schaufel nehmen. Dann kann man da rechts rein, geradeaus durch und hier ganz links ein kleines Getreidesilo. Jack hat sichergestellt, dass er alles hier hat, was er braucht. Ja, soll mal irgendwo reingehen? Ja, dann würde ich sagen, erstmal hier in das Häuschen hier rein. Okay, auf in das. Oh, da ist Jack. Mit dem können wir bestimmt reden. To get to the Sky Kingdom. We're going to need magic beans. Sag mal, ich hab da so ein paar Bohnen im Inventar. Willst du dir welche ausbrüten? Wir brauchen magische Bohnen, aber das... Achso, das sind nur Bohnen. Sollen wir ihm die mal geben? Hab ich versucht, das will er nicht. Aber du kannst hier so ein Königsemblem nehmen oder was auch immer das ist. Tatsächlich. Und auf dem Tisch scheint irgendwie eine Lyra oder was zu liegen, gell? Ja. Engelstafel. Na, Entschuldigung. Hier liegen überall leere Weinflaschen herum. Warum hat Jack getrunken? Jack, hast du getrunken? Jack, antworte bitte. Jack, wenn du nicht mir antworten möchtest, weil ich so ein junges Küken bin, dann antworte doch bitte strikt, Mamsel. Rede mit ihr. Dankeschön.
Wir können das Buchregal anklicken. Okay. Oh, ich habe da einfach irgendein Buch angeklickt und da sind jetzt ganz viele Fotos von Jack und keine Ahnung. Mit Bildern von seinen Reisen und seinen Freunden. Ist Jack mit Raphael dem... Was? Ist das Jack mit Raphael dem Jäger? Ach, Raphael, das war doch der Jäger. Aus welchem Wimmelbild war denn das? Wo kam der Jäger Raphael vor? War das Schmerz der Schneekönigin? War das nicht, ne? Das war doch dieses... War das nicht der Orden der Rotkäppchen? Orden der Rotkäppchen, genau. Und was ist mit dem roten Buch? Ah, das ist die Formel. Richtig. Das ist eine Anleitung zur Herstellung von magischen Bohnen. Wir brauchen Bohnen, wir brauchen ganz viel andere Sachen, die ich nicht ablesen kann. So, und was ist mit dem blauen Buch? Wo sie jetzt wohl ist, sind sie nicht mehr zusammen? Deswegen trinkt der Jack. Ah, verstehe. Jack, oh. Your desire to reach the Sky Kingdom has become an obsession. You don't sleep. You don't eat. And you refuse to give up. Seeing you so haunted makes my heart break. Take these beans and go achieve your dreams. And afterwards, we can finally start our life together. Love. Da rechts können wir das Buffet anklicken. Ein Liebesbrief von der Emma. Da kriegen wir Pflanzendünger. Das Buffet links. Rechts. Rechts. Oh ja. Und was ist das? Ein Foto von Jack und seinen Freunden. Sehr schön. Das scheint eine Robin Hood-Figur zu sein, aber ihm fehlt... einige Accessoires. Ja, wahrscheinlich Mütze und Bogen. Wie wär's mit einer Engelsharfe? Nee, oder nicht. Hier ist ein alter Eintrag in Jacks Tagebuch. Ich habe wieder vom Königreich der Lüfte geträumt. Meine Neugier bringt mich noch um. Ja, nö, noch nicht, ne? Ich muss irgendwie dorthin gelangen. Okay. The people in the picture, they were my team. So, Leute, was müssen wir jetzt machen? 10 years ago, we planned a heist on Sky Kingdom. And everything seemed to be going well. But the three princes appeared. Na, erstmal Quatsch, Jack. They attacked. Also. I was the only one who managed to escape. My friends, my fiance, Emma. They were trapped in the Sky Kingdom. Detective, there's only a slim chance that my friends are still alive, but I have to try. Please, take me with you to the Sky Kingdom. Natürlich machen wir das, Jack. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich weiß, Strickmamsel, es ist schlimm mit diesen 20 Minuten, aber ich kann es nicht ändern. Also die Zeit läuft und läuft, ne? Sie läuft vor allen Dingen gegen mich und... gegen uns alle. So ist es. Ich wollte nur nicht wieder einen Witz auf deine Kosten machen, deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal auf meine Kosten. Siehst du, Jack? Die beiden alten Schachteln, lass sie doch links liegen. Komm da einfach zu mir. So ist das, Mädels. Alles klar. Ich danke euch fürs Mitspielen. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei den Zuschauern fürs Zugucken. Wünsche allen einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allem gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss. Tschüss.